jetzt seht ihr, wie man es nicht macht. Oh! Da haut er ab, der Fidesse! Ich will nach Hause! Jetzt wird's spannend. Hilfe! Endlich ist es soweit. Es geht los mit einem neuen Format auf diesem YouTube-Kanal. Wir starten heute mit einem Skitag mit Paluten. Ich freue mich drauf. Er steht gerade schon hier oben an der Skipiste. Es ist übrigens seine erste Skifahrt des Jahres. Auf geht's. Da fährt er also nun. Palle, Pidissel, Paluten oder Palette. Moin Leute! Mit seinem Gaming-Kanal bedient er über 4 Millionen Menschen und das schon seit vielen Jahren nahezu täglich. Mein Chacha! Oh Gott! Aber wusstet ihr, dass er auf Skiern fast genauso elegant unterwegs ist wie in seinen Let's Plays? Seit ein paar Jahren ist er in München zu Hause und dadurch ständig in den Bergen unterwegs. Beim Wandern, Rodeln oder beim Skifahren. Also macht euch gefasst auf Geschwindigkeit, Skitraining, Equipment-Check, Fragenhagel und Palutens erste schwarze Piste. Ob er sich traut, das seht ihr in diesem Video. Marius! Wie läuft's? Erster Skitag der Saison? Ja, läuft gut. Habt ihr ja gerade wahrscheinlich gesehen. Also falls ihr einen Felix Neureuther bestellt habt, der ist nicht da. Leider nur ich. Ging schon nah dran, würde ich sagen. Ich bin froh, dass ich nicht gestolpert bin. Und ich bin froh, dass du hier im Video bist. Es ist sehr schön, dass wir nach einiger Zeit eben auch Corona mittendrin ist, jetzt endlich zusammen geschafft haben. Wie gesagt, wir haben dir auch hier einen kleinen Mini-Paluten mitgebracht, der den Tag auch mitbegleiten wird. Übrigens haben wir Mini-Paluten mehrfach im Video versteckt. Zählt gerne mal und schreibt eure Antwort unten in die Kommentare. Unter allen richtigen Antworten verlose ich ein Überraschungspaket. Wir werden in diesem Video trainieren. Wir schauen uns hier Ischgl an und mal schauen, ob es vielleicht noch auf eine richtig steile Piste mit dir geht. Ja, schauen wir mal. Auf geht's in den coolen Skitag mit dir. Ich freue mich drauf und euch viel Spaß mit dem Video. Auf welchem Gelände warst du denn bisher so unterwegs? Also hauptsächlich auf den blauen und manchmal auf der roten. Ja. Schwarze versuche ich noch zu meiden, weil ich einfach, da fehlt mir noch die Sicherheit auf den roten, als dass ich sagen würde, okay, ich brauche jetzt das Schwarze. Ja, und gibt es irgendwie ein Ziel beim Skifahren? Also wäre das ein Ziel, so schwarze Pisten sicher zu meistern? Oder bist du schon zufrieden, wenn du auf roten Pisten einfach mal so ein großes Skigebiet wie Ischgl, wo wir gerade sind, erkunden kannst? Also was ist da das Ziel? Ich glaube, das Erkunden ist ein guter Punkt und einfach das sichere Fahren. Das ist das, was mir persönlich, weil ich möchte Spaß haben, ich möchte es nicht übertreiben, ich möchte einfach nur schön, sicher, mit einer einigermaßen guten Technik sauber runterkommen. Ja, läuft doch! Auf geht's in Richtung Schweiz. Super. Auf geht's zurück in Richtung Österreich und haben wir was zu verzollen? Ich habe eine Rolex dabei, die habe ich mir gegönnt, aber ich mache das wie Herr Rummenigge, da brauche ich nicht. Brauchst du nicht. Mein Papa fährt echt schlechter als gedacht. Super! Nach vorne innen, genau. Sehr gut. Belastung rum. Leute, jetzt fahre ich mal vor und Marius muss in meiner Spur fahren. Leute, es wird, oh Gott, hier geht gerade, hier ist auch gerade ein bisschen Weltuntergangsstimmung, aber ich guck mal, wie ich da runterkomme. Ich fahre genau deine Bewegung. Ja, genau. Jetzt seht ihr, wie man es nicht macht. Auch wichtig, dass man das mal sieht. Okay, oh Gott, ich sehe gar nichts. Oh.
Skilehrer Patrick. Ja. Ja, lieber DSV, ich melde mich dann schon mal an für die Skilehrerausbildung. Also, ich glaube, die brauchst du gar nicht machen. Die nehmen dich sofort. Es war übrigens die erste rote, die wir runter sind, aber die Sichtverhältnisse tun echt ihr Übriges heute. Da kommt noch ein bisschen Neuschnee auf die Piste gerade. Nicht so ganz leicht zu fahren, ne? Ach, es geht. Nein, ich mache nur Quatsch. Es war auf jeden Fall, ich habe wenig gesehen. Ja, und das Leben ist kein Wunschkonzert. So ist es. So ist es. Wollen wir einen ersten Testlauf machen? Inwiefern? Schauen, ob wir am Ende unsere Geschwindigkeit noch mal schlagen. Ach so, hier vorne. Ja, natürlich. Ein Referenzwert. 77 km/h ist der gefahren. Ja, ich glaube, da kommt bei mir die 1 davor. Genau. Was ist es? 78. So, Eileen, wir beide müssen jetzt mal ganz kurz reden. Wir beide. Mach mich einfach ein bisschen schneller, okay? Einfach so ein bisschen so richtig schnell abspielen, weil ich werde nicht so Schuss da runterfahren. I got you! Und jetzt! Ja! Und stopp! Jawohl! 54,2! Ja. Dafür wird man im Münchner Stadttunnel schon mal geblitzt. Mann! Ja, erste Abfahrten gefahren. Und auf dem Kanal hier bewegen sich natürlich viele Bergsportbegeisterte. Mal aus Hamburg, mal aus Berlin, viel aber vor allen Dingen auch aus NRW, Bayern, Baden-Württemberg. Und bei dir ist ja auch ganz besonders, du bist in Hamburg aufgewachsen, warst eine Zeit lang in Köln. Und dich hat es jetzt nach München verschlagen. Da immer die Frage, Palle, warum? Warum München? Und wie machst du es auch mit dem Bergsport an der Stelle? Also der große Grund für München ist natürlich einfach die Nähe zu den Bergen. Ganz klar, du kannst aus München einfach mal locker flockig in die Berge fahren. Und das ist auch das, was ich dann auch erst entdeckt habe. Es war nicht so, dass ich jetzt schon mein Leben lang in irgendeiner Weise gesagt habe, oh, die Berge, es hat mich schon immer fasziniert. Aber also du warst nicht als Kind Skifahren oder so? Als ich ganz, ganz klein war. Also meine Eltern waren sehr, sehr skibegeistert. Ja. Aber das ist dann bei mir so, als ich glaube schon mit 8 Jahren ist es eingeschlafen. Also krass. Und dann okay. Habe ich halt eben erst wieder in München sozusagen die Leidenschaft dafür entdeckt. Das heißt so mit Anfang 30 erst wieder? Ja, ja, genau. Und deswegen ist es auch manchmal so ein bisschen holprig, sich da reinzufinden, weil ich eben auch, ich hatte einen Skitrainertag mir mal geholt. Deswegen, ja. Leute, Skitrainer wichtig und richtig. Immer mal zwischendurch. Damit ihr euch nicht die falsche Technik aneignet, genau. Weil das ist schwer, das da nochmal richtig rauszubekommen. Jetzt sehe ich, dass du nicht nur Skifahren gehst im Winter, sondern auch in den Sommer, wenn du Instagram, wenn man ihm bei Instagram folgt, morgens ganz früh sieht man deinen Backofen in der Küche, man sieht die Uhr davon. Und das ist meistens 5.30 Uhr, da brichst du auf in die Berge. Warum so früh und was macht es da für dich an den Wochenenden aus, dann rauszugehen in die Berge? Man muss ja sagen, man ist meist nicht der Einzige, der die Berge für sich entdeckt hat. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben auch im Münchner Umland, da sind die Berge dann doch schon manchmal ein bisschen voll. Und deswegen sage ich mir, okay, schön morgens 5.30 Uhr und man hat was vom Tag, man hat was vom Wochenende und es ist dann halt nicht so eine Massenveranstaltung, ja, dass klar. Da wirklich der Vordermann ist 2 Meter, der hinter dir ist einer, sondern wenn du Glück hast, hast du den Berg dann teilweise auf deiner Route fast für dich allein um die Uhrzeit. Und wirst du da erkannt an den Bergen? Jetzt auch hier im Gebiet oder so? Also hier im Gebiet jetzt so, während wir filmen, gar nicht. Beim Wandern gibt es schon manchmal Leute, die einen erkennen. Ich habe auch schon mal einen kleinen Mini-Paluten getroffen, da hatte jemand den im Rucksack. Und das finde ich ist auch immer cool, dass man, weil die Nachrichten habe ich auch schon oft gehört, dass Leute dadurch motiviert wurden. Die haben Wandern als, Wandern, das ist doch langweilig, das ist doch nichts. Aber die wissen gar nicht, wie cool das sein kann. Sport, schöne Ausblicke, leckeres Essen, das ist da ist so viel da drin, ja, genau. Die Berge geben einem auch viel zurück. Ich meine, viele sind ja auch in ihrem normalen Alltag so viel am Computer oder an den Endgeräten. Und da freut man sich ja auch, schlussendlich 100 mal Pro. Rauszukommen. Das ist der Ausgleich, der unsagbar wertvoll einfach ist, auch für mich. Weil ich sitze nun mal viel vorm PC, eben. Aber das ist dann halt so dieses Abschalten und ja, einfach mal so ein bisschen die Natur genießen, was ich in Köln zum Beispiel viel zu selten gemacht habe. Für uns geht's jetzt mit diesem kleinen Herrn hier auch zum Essen. Ich habe halt kalte Hände bekommen, jetzt wärmen wir uns doch mal auf und stärken uns. Auf geht's. Essen ist angesagt. Oh ja. Essen fassen. Ich hab Bock.
Wie ist das bei dir eigentlich, wenn du am Berg bist? Ist dann sowas wie hier Salat oder gibt es da eine Leibspeise? Oh, ich esse natürlich immer Salat. Also, na, auch mal so einen richtig geilen Germknödel oder so, das pfeife ich mir auch gerne rein. Also Süßspeisen eher? Ja, doch. Aber jetzt dachte ich mir einfach mal, gesunden Salat fürs Video. Probierst du dann auch mal so die lokalen Speisen aus? Oder wenn jetzt zum Beispiel wirklich mal Schweiz, Käse, Raclette, sowas in die Richtung? Oder? Finde ich auch geil, aber zum Mittagessen, mein Problem ist dann, ich komme nicht aus dem Quark, wenn ich mir jetzt so richtig den Magen vollstopfe, dann hänge ich da so, oh, dann würde auch die Hose plötzlich ganz eng. Und dann sitzt man da und denkt sich, oh, bequem im Lift. Genau, genau, kurz die Hose aufmachen im Lift. Cheers. War auf jeden Fall schon mal ein guter Einstand und jetzt gleich jetzt nochmal weiter ins Skitraining und guten Appetit. Genieß es. Ebenfalls, mach ich. Das hat schon was. Die Sonne ist draußen, Aussicht ist da. So, ich wollte dir mal eine Übung zeigen, die wir jetzt mal machen können. So eine kleine Standübung. Bei deinen Ski habe ich nur Sorge, dass die... Ich muss dir sagen, dass das schreit nach Kreuzbandriss. Ich guck einfach hier drauf auf. So in die Richtung, dachte ich. Ja. So ein kleiner Show-Off ist das immer. Ja, das ist gut. Dann kannst du halt die Stöcke, wenn du gut bist, kannst die Stöcke noch so ein bisschen mitnehmen und dann quasi so. Aber dann muss auch schnell wieder runter. Eileen, da hätte ich ganz gern jetzt einmal meinen Kopf drauf. Ja, wobei damals in dem Video, wo ich drauf reagiert habe, bist du ja an der Seite echt einen Hügel gesprungen und alles. Da hast du ja schon. Blenden wir noch mal kurz ein. Das waren, also ich schätze mal, das waren schon so 10, 20 Meter, oder? Equipment Check. Worauf hast du denn Wert gelegt eigentlich bei dem Outfit jetzt hier? Auswahl der Kleidung? Dass es im Angebot war. Und ich dachte, ich represente mit Burton einfach mal ein bisschen die Snowboarder hier. Die Jacke auf jeden Fall, die Handschuhe hatte ich auch mal. Sehr gutes Modell. Die habe ich mir auch bei dir abgeguckt. Die hattest du, glaube ich, in Blau oder so. Die Brille habe ich auch, die Flight Deck. Und beim Ski, wie sieht es da aus eigentlich, materialtechnisch? Da fahre ich ein etwas kürzeres Modell. Ja. Rossignol. Aus welchem Grund kürzer? Was hast du da gesagt im Laden? Ich habe gesagt, Chef, ich brauche was Drehfreudiges. Ich bin nicht so gut. Und dann hat er gesagt. Und dann meinte er zu mir, sag aber niemandem, dass du den Ski bei mir gekauft hast. Echt jetzt? Ja, weil er meinte, eigentlich musst du den länger nehmen. Ja, aber ich habe gehört, hier ein bisschen kürzer. Ja, dreht besser, aber würde ich dir nicht empfehlen. Ja, vielleicht für alle, die zuschauen, es gibt aktuell einen Ski zu gewinnen bei mir. Den hier, nur in neu. Könnt ihr euch dann auswählen, in welcher Länge. Also kannst ja auch teilnehmen. Ist ja nicht Teil des Teams bei Maha, da wäre das jetzt nicht möglich, aber Paluten könnte auch teilnehmen. Ja, wird schwierig, wenn ich dann plötzlich teilnehme und gewinne. Dann wird uns dann sind alle sauer. Genau. Also Leute, für euch hier oben Gewinnspiel, Kommentar schreiben, dann seid ihr da am Start. Und genau, für uns geht's jetzt weiter. Ganz locker. Huch. Jawohl. Kurvenwechsel, genau. Wieder Kurvenwechsel. Okay, danke. Danke. Geht ja schon richtig ab, muss man sagen. Ich will nach Hause. Ich hätte gerne heiße Schoki. Was ist da los? Oh! Okay, das ist jetzt ein bisschen intim hier. Aber kein Problem, ich spiele sowieso nichts mehr. So, jetzt werden wir mal gucken. Da fährt vorne wieder Marius Quelix. Oh ja, oh guck, ach jetzt, ich dachte, guck mal, er macht, machen wir so, raus den Arsch, so, ja hier, super. Oh, hier schon wieder Leute. Ja, läuft sehr gut. Ich versuche hier das Becken rauszustemmen. Druck auf dem Außenski, wird super. So, nach vorne. Oh. Hier, Alter. Das ist ja nicht ein Hüftschwung. Sehr gut. Drüber, drauf.
drüber drauf. Läuft doch! Hey! Mega geführte Kurven. Danke. Hat sie Spaß gemacht? Es war gut, ja. Schön griffiger Schnee auch unten raus. Ne? Oben stimmt. War so ein bisschen Eis drin, aber hier unten raus riecht gut. Also wir sind eine Übung eben gefahren, die wir für euch noch gar nicht erklärt hatten. Geht so. Hier habt ihr einmal den Dackel vom Jäger, der in kurvenäußeren Punkt geht, also schön im Schnee unten und den Oberkörper möglichst weit über den Außenski bringt. Und hier ist das Gewehr des Jägers und das wechseln wir im Kurvenwechsel. Okay. Mal schauen, wie du den Dackel durch die Kurve schleuderst. Ja, sagen wir es so. Meine Grundkoordination beim Dackel ist suboptimal, aber die Übung bringt's. Okay. Sehr gut. Auf geht's. Also Dackel außen und wir legen los. Zack. Schön über den Außenski bringen und rum. Genau, drüber. Ah, da bleibt er stehen. Raus, genau. Wechsel drauf. Drauf. Diese Bewegung mitnehmen dann in die Kurvenfahrt, ne? Ja. Wie heißt der Sport? Wie ich ihn betreibe, nennt er sich einfach runter. Oder was meintest du? Skifahren. Ach so, ja. Skifahren. Nicht nicht rumreißen, insbesondere bei diesen längeren Kurven, nicht reißen, also nicht Ski drehen, sondern Ski fahren. Ne? Dass vor allen Dingen dein Sportgerät im Schnee liegt und du spürst, ah okay, der fährt jetzt gerade die Kurve. Ich bin quasi Chef auf dem Ski und fahre die Kurve aus. Das ist so das, wo wir hinwollen. Okay, dann fahren wir das Ganze nochmal okay. Und gehen auf die rote Piste. Ich wollte mit dir mal einen Blick darauf werfen. Schön, das ist das steilste Stück in Ischgl tatsächlich. Die Piste Nummer 14a. Da an dem Punkt hier unten hast du 78% Gefälle. Ja, sieht entspannt aus. Wäre mal irgendwann was. Oder wäre das, reizt dich das gar nicht so sehr? Das sondern reizt mich tatsächlich gar nicht. Weil wenn ich weiß, okay, da verkante ich mal, da mache ich einen Fehler, ja. Dann falle ich da auch ganz gut runter. Dann liegst du da unten, ja. Also da ist eher für dich schönes, rundes Fahren, sportliches Fahren, genau. Erkunden können, sicher runterkommen. Ja. Ja. Ziel definiert. Fahren wir jetzt mal wieder Richtung Geschwindigkeitsstrecke. Okay. Auf geht's. Also 10 km/h Steigerung. Ja, wunderbar. Das war doch was, oder? Es war auf jeden Fall sehr aufregend. Bist du gut durchgekommen? Ja, erstaunlich war in Ordnung. Ein bisschen viel Geschrei, aber war gut. Die Sonne geht so langsam hinter die Berggipfel und hier wollen gerade einige ins Tal. Und das wagen wir jetzt auch, die Talabfahrt in Ischgl. Wir haben jetzt den ganzen Tag trainiert. Wir haben jetzt wirklich schon auch in den Bewegungen einiges getan. Spürst du diese Verbesserung schon so ein bisschen? Also ich merke auf jeden Fall, dass wenn ich in diesen Carving-Schwung versuche reinzukommen, dass ich da auf jeden Fall sicherer bin. Aber ich habe definitiv noch einen weiten Weg vor mir. Aber ich habe jetzt vor allen Dingen die Schwachstellen, hast du mir gezeigt. Ja. Und jetzt heißt es einfach üben, 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 weil einem Alpenhund bringt man keine neuen Tricks bei. Aber es ist halt einfach schön zu wissen, okay, wo waren die Schwachstellen? Auch als du mir gesagt hast, ja, mit dem Arm, was machst du da mit dem? Genau. Mit diesem Reißen und so weiter. Weil das sind Sachen, die hätte ich jetzt ohne dich überhaupt nicht in der Ansatzweise selbst erkannt. Genau. Ne? Genau. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du... Gerne, schon mal, auf jeden Fall.
Das ist die Farbe, die Angst bereitet. Das schwarze Schild. Aber viel ist ja im Kopf, ne? Viel beginnt im Kopf. Ist es bei dir auch so? Da ist nicht so viel. Nein, alles super. Leute, jetzt geht's hier runter. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich lasse mich manchmal noch aus der Ruhe bringen, wenn so Leute und vor allen Dingen Eis. Ja. Eis, merke ich, ist mein absoluter größter Feind. Ja. Aber wenn ich mal so gedanklich mal in so einen Apparat komme, dann merke ich einfach, dass sich das im Gegensatz zu heute früh einfach deutlich verbessert hat. Das muss ich schon sagen. Cool. Es ist noch weit davon entfernt, den Weltcup zu gewinnen, aber das ist auch heute nicht der Anspruch. Eben. Irgendwann wird es sich streifen. Ja, Hermann Mayer, mein so, großes Vorbild. Terminator, ja, das geht schon. Dann gehen wir es an. Genau die gleichen Bewegungsmerkmale, die gleichen Bewegungen, die wir gerade auf Rot gefahren sind, nicht verkopfen. Okay. Ich bin ready. Ja. Dann gehen wir es an, oder? Da haut er ab, der Fiedesel. Ein Racer. Das war noch was. Ja, in diesem Sinne mit dem tollen Bergpanorama hier oben. Liebe Leute, das war's mit diesem kleinen Video. Lasst gerne einen kleinen Like da und vor allen Dingen, wenn ihr neu seid, lasst gerne mal bei Marius ein kleines Abo da. Gibt's auch ein bisschen im Sommer, ist dann schön Mountainbiking und so weiter angesagt. Backflip. Ich habe gehört, er kann Backflip. Kannst du Backflip? Trainieren wir dann. Kommt dann. Ein Tag mit Fabio Wittmann. So, genau. Er hat einfach mal den Kanal übernommen, der erfahrene YouTuber. Ich danke dir, dass du beim allerersten Ein-Skitag mit dabei warst. Es hat mir große Freude gemacht und ich glaube dir auch. Und jetzt geht's rein ins Nachmittagsprogramm. Sehr gut. Ist da eigentlich bei dir Après-Ski und so drin? Nee. Ich gehe jetzt schlafen. Ganz gemächlich, ne? Ich gehe jetzt schlafen. Ich leck meine Wunden und träume wahrscheinlich diese Nacht noch von der Schwarzen. So machen wir das. Danke sehr. Bis dann. Ciao. Ciao, Paluten. Ciao, ihr Lieben. Bis dann.